sollte die Stadt nach einer Lösung durchsuchen. Ich sollte den Bürgermeister dazu bringen, einige Zeit lang das Gebäude zu verlassen, während ich seinen Raum vorbereite. Ich sollte die Stadt nach einigen Lösungen aufhalten. Okay. Ab in die Stadt! Irgendwas finden, was den Bürgermeister nervt. Den kann ich nicht mal mit dir reden, nochmal jeden, weil ich sag so mir, was ich tun soll. Ach, nö. Okay, ich kann hier noch mit reden. Also ich weiß, der jagt. Kann ich damit irgendwas tun? Was kann man tun, dass so ein Bürgermeister aus der Reserve lockt, dass der da bleibt? Wenn man einen Krieg anzettelt oder so. Rathaus. Vielleicht mal die Polizeiwache. Ist ja dann das hier? Da ist die Polizei, war da so ein Stern. Ich kann mal bei der Polizeiwache was tun. Betreten. Ah, da ist unser Freund wieder. Alle weg! Ja, keiner mehr im Dorf. Alle ausgebüxt. Okay, es könnte irgendwas Interessantes hier sein und nur zwei so Typen sind meistens hier. Eine Cola. Kann ich mir eine ziehen? Nee, ich habe kein Geld. Ah, hier Toiletten? Haben wir hier irgendwas? Eine Tasche klauen. Nee, eine Tasche. Nehmen. Aha, haben wir geklaut. Die hat anscheinend eine Frau. Ich frage mich, wem sie gehört. Sollte sie Besitzerin zurückbringen. Okay, aber wir bringen die zurück. Oh, vielleicht können wir was reintun, um sie zu irgendwas zu beschuldigen. Oh, es hat ekliges Grün. Und sehr unpraktische Türen. Den kann man nicht mitnehmen. Was haben wir hier denn so schönes Load? Ah, komm her, Fackelkopf, Fackelkopf, Fackelkopf. Ein paar Stifte, noch mehr Unterlagen. Eine Durchsage. Da scheint nichts zu sein. Haben wir hier was? Nö. Hinauf es geht. Klimaanlage. Nichts zu mitnehmen. Oh, hier. Unpraktisch, dass sie hier oben sind. Ich glaube, die haben einfach keinen Keller. Ja, das ist ja dann dein Arbeitsplatz, Kollege. Also warten kann man, da könnte etwas drin sein. Ich muss wohl einen anderen Weg hineinfinden. Okay. Ich würde mal aufräumen. Das sieht überall so aus. Oh, jemand hier. Wanted Person. Paola Lambert. Ist das wie eine Anschlag auf 50 Personen? Okay. As wanted person, also gesuchte Person und nicht vermisste Person. Hm. Hab doch richtig gelesen. Starren. Ich soll die Tür anschauen. Soll ich hier auf? Richtig hatte ich, als hätte er einiges gesoffen. Bestimmt Sternhagel voll. Sir, you there? Detective. Gabriel. Speak of the devil and Lucius.
How lovely. What are you doing here? Don't worry. I haven't revealed your little secret. And who would even believe me? I'm actually hoping you might end up changing your plans. Jack, come on in. Ta-ta! Good morning, Detective. I see you're still dragging the kid along. You planning on keeping it? I think he should join the classes so he doesn't fall behind. And I also think it would be good for him to stay with me for a while. Don't take this the wrong way, but you do know that keeping him around is not going to bring your son back. I know. I got this under control. Don't worry about it. Kleines Drogenproblem, oder wie? What's this guy doing here? Why is the desk downstairs empty? Oh, Gabriel. We were just talking about you and your situation. He's handling the case, and we're just all looking out for the kid here. Aber nett. Alle gucken so nach dem Knirps. The desk is empty because Kathy left. Like most people, she was affected quite a bit by the Wagner case. She couldn't stay anymore because of the memories that kept surfacing. Anything else? I'll hold up. Then go and do your job. We still have a lot of loose ends here, and state troopers just notified that there's an APB on a girl that could be coming through here. I want you to check the motel for her. Her name is Paula Lambert. Ah, da war so die. Tall, blonde, attractive. Stole 40,000 from her boss. Right, I'll look into it. Come on, son. Der denkt, ich will seinen Sohn oder so. Oder will seinen Sohn mit uns ersetzen. Oh, ich will die Figur. Warum gib sie mir? Gib sie mir. Ich bin ein Kind, ich nehme sie mir einfach. Kannst nichts dagegen tun, das interessiert dich auch, glaube ich, auch gar nicht. Der Figur klaue. Mal aber gut seine Arbeit. Kann ich jetzt hier reingehen? Nö. Guck, keiner! Wieso kann ich hier nicht reingehen? Ich habe geschlossen. Okay, ab ins Motel. Hier war da noch irgendwo ein Laden oder so. Ich glaube, da kann ich jetzt eh noch nichts machen. Hier? Ach doch, da sieht nach einem Laden aus. Ach, da ist der komische Typ. Out of the way. I'm walking here. Watch it, kid. Where's the fire? A fire? That's all I need. A fire at my secret project headquarters. Did he actually pay for it? I feel bad for him. I give him food from time to time so he doesn't starve to death. As a mother, I would hope others would do the same to my son if he ever ends up like him. Hope to God not. Mit dem Kind ist echt irgendwas nicht in Ordnung. Mit alles, was nicht in Ordnung in der Dorfstadt. Can you give me a pack of blue lights over there? Yeah, thanks. I'm just showing the kid around. I still have to work, of course, but we're just on a tour of the town here. Isn't he from here? Well, yeah, but you know how they were. I don't think the boy's ever been outside the mansion before. Oh, that's sad. Well, you're always welcome to visit us at the house, Lucius. Yay, noch mehr Einladung. I'm very grateful for your hospitality. Ja, haben wir hier irgendwas? Ein paar Schuhe, die mir zu groß sind. Ah, ich kann auch hier rein. Es hält mich keiner auf. Wir sind doch gar keine Katzen. Ich dachte, das sind Gasmasken. Was ist das denn für ein Rührgerät? Was ist das? Keine Ahnung. Das ist aber keine Gasmaske. Ich dachte, es sind Gasmasken. War komplett verwirrt, was das soll. Boah, wir gehen. Müde.
Was haben wir hier? Ein bisschen Milch, ein bisschen Marmelade, ein paar Eier. Was ist das? Ist das Fleisch? Ich würde das einfach in den Kühlschrank tun. Oder ist das hier so ein Gefrierschrank? Aber der hat die falsche Tür dafür. Ich würde dann Fleisch ins Gefrierfach tun. Oder hier bei Spore, das ist schon schimmelig. Das ist schimmelig. Schwarze Streifen durch. Oder soll das ein Muster sein? Sieht halt alles nicht so geil appetitlich aus. Ein bisschen Pizza. Das sieht doch schon besser aus. Runde Flaschen. Oh. Noch mehr Wackelköpfe. Was sind das für Maschinen? Was soll das? Was machen die? Sind die zum Rühren? Rühren die irgendwas? Die sehen echt seltsam aus. Radios. Stört auch keinen, dass ich hier einfach Zeug klaue. So Wackelköpfe und so. Aber mehr kann ich nicht mitnehmen. Ja, hier, er bezahlt auch schon, also okay. Gut, dann wollen wir ins Motel und mal gucken, ob die Dame da ist, nach der wir suchen. Wo ist das Motel eigentlich? Gerbelshaus, Hafenkirche, Schrottplatz, fehlende Übersetzung, Baumhaus, aus morgens Wasserturm, Mansion, Motel, da hinten. Ja, wir wollen weit laufen. Dantan. Ich glaube, Dantanwesen ist unser Anwesen, oder? Wieso kann ich mich jetzt eigentlich nicht mehr verwandeln? Warte mal, die Straße war es, die ich lang muss. Ja, einfach da ganz lange lang. Konzentrieren. Oh, okay. Hat funktioniert. Ich brauche so ein Herz, um mich verwandeln zu können. Jetzt habe ich verstanden. Okay, ich muss einiges noch weiter. Aber so viel schneller ist die Krähe, glaube ich, auch nicht. Ist das das Motel? Wasserturm. Nee, ich muss noch weiter. Aber wenn ich schon einmal da war, kann ich ja schnell reisen. Dann sollte das alles besser gehen. Das ist jetzt das Motel. Muss ich runter, wenn ich keinen Absturz mache? Aber es ist sehr, sehr, sehr riskanter Absturz. Abflug. Okay, mal gucken, ob die blonde Dame hier ist. Katzin. So guckt er denn? Im Hintergrund für den Fernseher. Hello, how can I help you? Yeah, hi. I would like to rent a room, please. Certainly. How long? What do you mean, how long? How long will you be staying? Oh, right. I don't know. Not long. Okay, I'll just put indefinitely. And are you staying by yourself? Yes, it's just me. Okay, I'll just need your signature here. Okay, Miss Sudokin. Maria Sudokin, is it? Yep, that's me. Well, that's a lovely name. Okay. Ich wette, da haben wir unsere Frau, die wir suchen. Well, let me help you with those. No, thanks. I got it from here. Are you sure? It's no problem. It's quite all right. I'll let you know if I need anything. Die Bewegung von den Charakteren sind so schlimm. Maybe? Sorry, what? Tomorrow evening.
I would be honored if you would join me for dinner tomorrow evening. I really shouldn't. Oh, it's no problem. My mother cooks the best lasagna in town. You must taste it. She would be insulted otherwise. Oh, wie schräg. All right. Hat funktioniert. Na dann. Ich bin mir nicht sicher, wer von beiden jetzt der creepigere Charakter ist. Obwohl, ich glaube schon eher. Wir waren in der Gartenparty halt auch schon seltsam. Mr. McGuffin, young Wagner, what can I do for you today? Hello, Mr. Mason. Nothing much. We decided to take you up on your offer, though. Your mother around? She's asleep. Now is not a good time, Detective. Well, actually, I do have another reason why I'm here today. Ich wette, die Mutter ist gar nicht mehr lebendig. Hey, you're not supposed to do that. I mean, it's private. I mean, people have their names on it. Yeah, I know. I'm actually looking for someone. Anyone come by lately? Well, I mean, people come and go. Im Hotel halt. Sometimes they stay, sometimes they don't. Well, I'm looking for a specific person. Tall, blonde, very attractive woman by the name of Paula Lambert. No one here by that name. What about the guest in number two? She does not want to be disturbed at the moment. Maybe later. I'll let you know. Okay, later then. Are you here to meet Sister Marie? What else you been doing around here? Still with the animals? Could be better. Is there someone in number one? I don't see a key there. That's where I sleep. Oh, you finally moved out, did you? Mother doesn't like noises. Sorry, while she sleeps, and I like to stay up late. Oh, I see. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie ganz seltsam mit seiner Mutti. Ich habe immer noch die Befürchtung, die Mutti ist gar nicht mehr ganz so lebendig. Und er hat es keinem gesagt oder so. Er ist dran schuld. Okay, was haben wir denn? Ja, ich stimme ihm genauso zu. Irgendwann stimme ich in der kompletten Situation so gar nicht. Ich hatte noch mehr Punkte. Ja, Charaktere. Ist das jetzt sie? What can I do for you today? Ja, ich weiß auch nicht, was in dem Suitcase drin ist. Und das ist das Hotel. Aber sie hat auch keinen Namen. Also ich wette, das ist die gesuchte Person. Das wird sie schon sein. In dem Suitcase ist das gestohlene Geld oder so. Oder noch was anderes. Geld plus Waffe oder sowas. Sie halt für einen Überfall oder was weiß ich benutzt hat. Wenn man sie das Geld geklaut hat. Oder hat sie sich ihrem Chef geklaut oder so? Was haben wir hier? Achso, die Bettengröße. Ja gut. Das ist jetzt glaube ich nicht so wichtig bei den Schlüsseln. Ich würde mal nach deinem Licht gucken, das funktioniert nicht mehr so richtig. Was haben wir hier? Oh, er malt. Was malt er denn so Schönes? Ein Eichhörnchen? Was ist, soll das ein Erdmännchen sein? Oder so ein Priehund? Ein Adler? Ah, ein Vogel? Ah, hier, ein Figürchen aufnehmen. Da haben wir irgendwelche. Ah ja, ein bisschen Farbe, so komischen Drachen und ein paar Blumen. Ein Rabe, eine Eule. Wahrer Künstler hier. Kann ich nicht rein? Kann ich jemand mitnehmen? Nö, nix zu mitnehmen. Hier drüben ist nix. Eis. Ah, das wird das Haupthaus sein. Da ist die Muni drin. Ich habe auch irgendwie gar keinen Bock auf Straße, wenn man überall noch Holzplanken. Ich weiß nicht, das sieht mir sehr rutschig aus. Gerade wenn es nass ist. Hier schläft er. Oh. Das ist aber nicht so. Was haben wir? Ah, nein! Er hat einmal die Augen ausgeschnitten. Hahaha.
Das ist einfach komisch mit dem Kopf da an der Seite. Hm. Jetzt kommt sie wieder als ganz anderer Mensch. So Perücke runter und so. Was hast du denn da drauf geschrieben? Ja, stimmt. Sein Onkel hatte auch Löcher in den Wänden. Weil beim Bart. Das kann man hier sehen. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Hier hat eine Perücke auf, ja. Trommeln. Komm, nimm mal das Netz vom Kopf, ist auch unbequem. Ich habe die Dinge auch schon aufgehabt. Jetzt wird damit einfach jetzt duschen oder baden. Ne, baden, mach eine Badewanne voll. Muss ich umschalten? Ich weiß ja nicht. Scheiße, ich komme nicht auf OBS. Ich hoffe, man sieht nicht viel. Oh shit. Okay. Kann ich nicht eventuell vielleicht weggucken? Nee? Okay, ja, guck weg. Okay. Man hat zum Glück doch nie so viel gesehen und nicht so lange. Ich hoffe, das ist okay. Sie sind wirklich ein Blond. Ich habe keine Ahnung, wo du ihre echte Haarfarbe gesehen hast durch das Netz. Das sah sehr undefiniert aus. Aber sie ist blond und das ist ja nach dem, was wir suchen. Eine blonde, große Frau. Sie ist ja schon doch recht groß. Kann ich jetzt einfach hier reingehen? Oh. Hello. You weren't in there, were you? Hm? Wir gucken, was er stört. Well, you know, the detective already left. Shouldn't you be leaving with him? Ja, jetzt geht er gucken. Wollen wir ihn ärgern und einfach mal auftauchen? Kann ich in das andere Zimmer reingehen und einfach ihn zurück anschauen? Weil ich glaube, ich kann da jetzt nicht rein. Nee. Okay, er hat sich was entdeckt, aber es ist jetzt nicht so weiter schlimm.